Was ist ein Frachtvertrag? Wieder diese tückischen kurzen Fragen. Man muss die Brücke schlagen zum Inhalt. Hier bietet sich an, diesen Begriff aufzugreifen. Was ist ein Frachtvertrag? Ein Vertrag, Komma der. Ja, und damit hat man die Kurve gekriegt. Denn wen verpflichtet der Vertrag? Und dann nehmen wir das andere Wort hier, Fracht. Vertrag, der den Frachtführer, so heißt der Mensch. Führer verpflichtet. Ein Frachtvertrag ist ein Vertrag, der den Frachtführer, ja, Vertrag, der nicht die Fracht verpflichtet, aber den Frachtführer verpflichtet. Und jetzt kann man die nächste Frage stellen. Zu was verpflichtet das Gut oder die Güter zum Bestimmungsort, ja, was zu befördern natürlich. Und damit haben wir es im Wesentlichen schon. Ja, zu befördern und noch was auszuliefern. Auszuliefern. Ja, an den Empfänger auszuliefern. Er darf es also nicht zum Bestimmungsort befördern und dann dort behalten, sondern an den Empfänger auszuliefern. Und bei diesem Vertrag gibt es natürlich dann noch einen weiteren Partner, also einen Vertrag, der den Frachtführer verpflichtet, das Gut zum Bestimmungsort zu befördern und auszuliefern, und einen Vertrag, der den Auftraggeber verpflichtet, das Ganze zu bezahlen, also zur Bezahlung verpflichtet. In diesem Zusammenhang gibt es übrigens noch einen anderen Begriff. Man spricht auch von Charterpartie. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.